Ein weiterer Vereinsrekord, sprich Heimsieg Nummer 12, und Mirko Slomka und seine Roten wären definitiv am Ziel Rang 4. Vorfreude in der ausverkauften Arena. Geschenke allerdings von den weißgekleideten Nürnbergern gibt es keine, so deren Trainer Dieter Hecking vorher. Und der erste Beweis folgt prompt. Das ist Julian Schieber in der 5. Minute. Da haben wir Dieter Hecking von 2006 an 3 Jahre lang Trainer hier in Hannover. Dann geht es auf der anderen Seite ganz schnell. Pinto mit dem Freistoß und Rausch schneller als Chandler. Konstantin Rausch in dieser Situation nicht in Abseits. Wollscheid hier unten in der Mitte hebt es auf. 9 Minuten sind gespielt. Rausch übrigens als einziger in allen 33 Spielen der 96er von Beginn an dabei. Hannover nimmt jetzt Fahrt auf. Schlaudraff für den verletzten Abdellaue in der Startelf. Das ist Stindl und hier kommt Jakunan. Ups, Glück für Raphael Schäfer. Die 23. heute, die Schreckminute für Schäfer. Den hatte er wohl innerlich viel zu schnell abgehakt. Einwurf Nürnberg-Schändler. Bis hierher eine völlig zerfahrene Partie mit vielen Stockfehlern. Der nächste Querschläger folgt sogleich. Hier von Lala. Der Ball kommt irgendwie in die Mitte. Eigler verlängert mit dem Kopf und Wiesmeier startet. Ab durch die Mitte und rein damit. Was für ein Hammer. Ein Traum, ein Märchen für Julian Wiesmeier. Zum ersten Mal im Profikader. Erster Einsatz, erster Torschuss und gleich das erste Tor. Über Ron-Robert Zieler hinweg, der viel zu weit vor seinem Tor steht. Agi und Schulz kommen zu spät, 25. Minute. Nürnberg liegt vorn. So bauen 18-Jährige ihren Abi-Stress ab. 5 Minuten später, Freistoß auf der anderen Seite. Rausch. Und der Rausch durch den gesamten Strafraum und findet Agi. 49.000 aus dem Häuschen. Auch für Karim Agi das erste Saisontor. Er allerdings hat 24 Spiele Anlauf gebracht. Schleicht sich da in den Rücken der Abwehr. Nilsson und Plattenhardt rutschen ins Leere. Ausgleich in der 30. Minute. Halbzeit 1:1. Hannover freut sich auf Europa. Zweite Halbzeit. Hannover erhöht Tempo und Druck. Immer wieder durch Jan Schlaudraff, der Antreiber. Er gibt den Takt vor. Das ist Rausch. Nochmal Konstantin Rausch. Und da ist wieder Schlaudraff. Und der Sieg Pinto. Sergio Pinto in der 51. heute im 100. Bundesligaspiel für 96. Aber Achtung, Nürnberg stark im Umkehrspiel und schnell. Schöner Pass auf den Slowaken Mack und das ist knapp. 57 Minuten vorbei. Die Roten jetzt klar tonangebend und immer wieder durch Jan Schlaudraff. Ideenreich, dribbelstark und mit dem Blick für den Nebenmann, in diesem Falle für Rausch. Und das ist perfekt. Ein toller Treffer. Konstantin Rausch, ihn von hinten links ins Mittelfeld vorzuziehen. Eine der Slomka-Maßnahmen, die super gefruchtet haben. Klasse Schlenzer nach toller Vorarbeit in der 60. Minute. Schäfer hier ohne Chance. Die Gastgeber in Führung. Hannover jetzt wie entfesselt, vor allen Dingen Schlaudraff. Unwiderstehlich wird hier zu Fall gebracht von Mintal. Knut Kircher pfeift sofort. Den kann man geben, Nürnbergs Legende Marek Mintal, beim Abschied zu langsam. Und Hannovers Torschützenkönig darf ran. Didier Jakunan am Punkt und auf den Punkt. Der 14. Treffer für den Angreifer. Und dieses Tor ist gleichbedeutend mit dem 3:1 und mit dem Endstand. Europa, lass dich drücken. Wir kommen, wie erhofft, ein bisschen später, aber dann mit Macht. Diese Tage werden wir nie vergessen. Schalt es aus. 49.000 Kehle. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir Europapokal gespielt haben, ist ja schon ein paar Jahre her. Ein paar Jahrzehnte sogar. Von daher freut man sich natürlich riesig. Das ist eine einmalige Sache. Und deswegen, weil es schon fast 20 Jahre her ist, wird heute auch einmalig früh geduscht in Hannover.